Wir haben heute hier in dem Vortragssaal B eine digitallastige Schiene, aber ich glaube, es passt ganz gut dazu. Wir haben uns heute schon vom Notfunk über Hemnet, über Areden, Meshcom. Und jetzt möchte ich aber schon noch ein bisschen einen kleinen Überblick über die Aktualitäten bei den digitalen Sprachen. Es ist zwar auch für mich jetzt schon heutzutage nicht mehr leicht, das in einen Vortrag, der mich zumindest am Nachmittag füllt, hineinzubringen. Daher werde ich nur einen Auszug daraus euch geben. Was ist aktuell? Wo soll man hinschauen? Wo ist man gut aufgehoben, wenn man sich mit digitalen Sprachen beschäftigt? Wo tut sich was? Und das auch wieder nicht mit Anspruch auf alle Vollständigkeiten. Ich bin übrigens Kilo Bravo Charlie, der eigentlich seit 2008 sich mit digitalen Sprachen, das heißt das erste ICOM D-Star Relay ist nach Österreich gekommen. Wir haben diese Betriebsarten nicht einmal noch bewilligt gehabt, das war früher noch nicht so offen. Frankreich hat noch Jahre später da noch gekämpft darum, diese Betriebsarten zu haben, und das hat mir gezeigt, dass digitale Sprachen eines können, sie können sich vernetzen. Und das ist eines meiner Hauptthemen. Ich möchte euch da nicht mit Historie quälen, aber für die, die sich vielleicht mit digitalen Sprachen nicht so beschäftigt haben, wir sind hier im Amateurfunk mit D-Star schon 1998, 99. Ich habe da in den Büchern ein bisschen gekramt, die JRL, also die japanische Organisation für den Amateurfunk, hat hier einen Standard aus dem Amateurfunk mal kreiert und den mit ICOM dann zur Umsetzung gebracht. 2006, also für uns jetzt amateurfunkmäßig, diese Betriebsarten hat es durchwegs auch schon im kommerziellen früher gegeben, aber wir sind das erste Mal hier mit 2006 mit dem der EZ-Norm entsprechenden Sprachstandard zusammengekommen und haben zum Beispiel einen damals Moto Turbo hat es noch geheißen, noch gar nicht DMR, es war schon die EZ-Norm dahinter, aber wir haben Moto Turbo von Motorola, und da war ein Server, also ein Repeater in Deutschland, und den haben wir mal mit einem Repeater in Österreich zusammengeschlossen, und so haben wir eigentlich in Europa dieses Netz gestartet. Also immer schon, und zwar auch aus einer Idee heraus, weil ich gesagt habe, ich habe da so einen DMR-Repeater jetzt für einen, wir haben am 26. Oktober immer so einen Sicherheitstag anlässlich des Staatsfeiertages, den wir da haben. Und dann haben wir gesagt, so, wir probieren mal was Neues. Und dann sagt er, gut, aber du kannst doch das vernetzen. Und ich habe mich dann hier mit deutschen Kollegen zusammengesetzt und gesagt, okay, das machen wir mal. Genauso haben wir das bei D-Star gemacht. Wir haben das erste Netz in Europa auf D-Star gehabt mit Weinheim, und das waren schon ganz tolle Sachen. Nextage, das hat sich so dazwischen einmal seit 2007 eingemischt, hat hier gerade in dem Raum Süddeutschland, also im Münchner und bayerischen Raum, eigentlich jetzt in letzter Zeit richtige, größere, positive Wellen geschlagen, aber es ist nicht so eine Übertragungsnorm, die sich jetzt so extrem durchgesetzt hat. C4FM, das war dann der Einstieg von Jesu, nachdem ICOM sich mit D-Star, und es ist halt bei den kommerziellen Herstellern so, wenn einer schon einmal was besetzt hat, dann macht nicht der andere auch noch D-Star, außer Kenwood hat D-Star mit den DD74 dann gemacht und sogar qualitativ besser, weil Kenwood immer schon perfekte Audiotechnik hat. Und in diesen digitalen Sprachen, der haben wir vergessen, es wird zwar digital übertragen, aber wir brauchen trotzdem einen guten Mikrofonverstärker, wir brauchen gute Audioqualität im Lautsprecher oder im Kopfhörersystem. Also C4FM von Jeso dann circa 2013, System Fusion, wie das Jeso das nennt. C4FM ist eigentlich die Basis, die schon im kommerziellen aus APCO, und da komme ich gleich zur nächsten
ab Coupé 25, das B25 ist die Phase 25, also die schon diese jetzt verwendete Protokollebene hat, kommt aus dem nordamerikanischen Raum, ist dort eigentlich jeder eben Polizeifunk war das der Standard, ist bei uns. Kennen Sie deutschen Verhältnisse nicht, wie das im BOS-Bereich, aber wir haben das sehr stark auch benutzt in Österreich, sogar sehr lange noch im polizeilichen Bereich, im also gut verschlüsselbare Sache schon war. Es ist noch vor Tetra, ne? Wir reden da den Zeiten. Ja, dann letzten Endes beschäftigen wir uns auch mit Tetra. Das gibt es natürlich schon sehr, sehr lange und heute mit Torben gerade wieder besprochen, dass auch da wieder neue Aktivitäten sind. Also alle diese Dinge reizen immer, sich damit zu spielen. Welche Information bringt denn überhaupt so eine digitale Sprache? Warum ist das so spannend? Warum macht man das überhaupt? Warum nehmen wir nicht FM? Ich habe da ein Funkgerät, das ist typische NG Radio, das kann DMR, das kann FM. Warum nehme ich nicht das FM? Na, was kann? Gut. Die digitale Verschlüsselung, na gut, also Komprimierung, so muss ich es einmal dazu sagen. Verschlüsselung ist da gar nicht im Wesentlichen. Aber es ist vernetzbar. Was heißt es zu vernetzen? Wir haben früh schon mit FM-Repeater auch Verbindungen gemacht, wo wir so FM-Ketten mit DTMF-Steuerung und so weiter gemacht haben. Aber das war, bis auf die Steuerung von DTMF, vom User her, von den Endgeräten, wenig beeinflussbar. Er konnte zwar seinen nächsten Knoten sagen, bitte häng dich da zu einem anderen Knoten dazu, aber das geht im Digitalen viel besser, weil diese Geräte und Modulationsarten, und da kann man jetzt von Dieter bis in alle Ebenen gehen, immer die Möglichkeit haben, dass ich sage, wer bin ich, wohin möchte ich? Also mehr oder weniger, welche Gruppe möchte ich erreichen? Möchte ich weltweit funken? Möchte ich nur in meiner Ortsgruppe funken? Oder möchte ich landesweit funken? Oder einen speziellen OM. Bitte noch einmal. Oder einen speziellen OM. Oder einen einzelnen, sogar einen einzelnen. Genau, Direktruf. Der Direktruf ist manchmal so ein bisschen ein Problem. Heute gibt es Anytone, wer sich mit Geräten dieser Art beschäftigt hat, die diese Direkt-Einzelrufe auch dekodieren können. Wenn man ein kommerzielles Gerät hernimmt, und wir haben am Anfang natürlich hauptsächlich Motorola oder Hetera oder alle diese Geräte genommen, die bringen, wenn er in der Direktruf ist, nichts raus, weil das ist ja eine Sicherheitsfunktion. Wenn zwei Stationen direkt sprechen, kann ein Dritter nicht zuhören. Das ist, hat sich ein bisschen aufgeweicht, aber das ist zweifellos auch. Ja, und dann der Mehrfachnutzen, wir kommen zwar im Amateurfunk nicht so schnell an den Nutzen, an das Denken, was für einen Nutzen wir haben, aber auch da, ich betreue Standorte, wo mehrere Umsetzungen am Standort sind, und da ist schon eine Frage, wie viele Antennen kann ich kombinieren, und das bringen die Sprachsysteme sehr gut heraus, weil ich schon von der Modulation her Sprache und einfache, kleine Informationen wie Daten sogar parallel mitsenden kann oder alternativ sogar, so wie das im DMR so als SMS-artige und Tetra und alle diese Dinge, richtige Textmeldungen versenden kann. Dann haben wir eine Frequenzeffizienz bei einigen, und zwar wir unterscheiden zwischen FDMA, das heißt, wo Schmalbandigkeit, damit man mehr auf unseren Bändern darstellen kann, oder wir haben auf derselben Frequenz mit einem Zeitschlitzverfahren. Das heißt, es spricht eine gewisse Zeiteinheit die Station A, dann Station B, dann wieder A und dann wieder B. Das geht deswegen, weil wir eben mit der Komprimierung einen Sprachcodec Reserven bekommen, wo wir das durchwegs dem anderen zulassen können, zwischendurch zu senden. Und dann gibt es noch eben mit C5M, der kann dann noch Sprache GPS übertragen, dies da auch GPS. Bei DMR geht es dann auch jetzt schon in der Nordstandard auch gleichzeitig. Dann ist zwar die Information wirklich nur mehr auf Längen- und Breitengrad
reduziert oder ich kann echte GPS-Signale senden. Also ein echter Mehrfachnutzen, ein Irrglaube, den ich hier auch noch einmal erwähnen muss, ist, dass man kommt mit digitalen Geräten weiter. Na, das ist so nicht richtig, weil die Physik der Funkübertragung ist immer die gleiche. Aber was bedeutet das weiter? Für uns ist es interessant, wenn ich mich entferne von dem anderen, ob ich den anderen noch verstehen kann. Wenn ich nur mehr, wie bei einem FM-Signal, immer mehr ins Rauschen komme und irgendwann gerade noch höre, was da wer spricht, ja, dann ist es bereits in einer Entfernung, wo ich eben solche Informationen nicht mehr als Reichweite bezeichne. Und das geht beim Digitalen natürlich besser. Warum? Weil wir durch die Umsetzung ins Digitale auch sogenannte Forward-Error-Korrekturen mitgeben können. Wir können dem Signal zusätzliche Bits auf die Reise geben und wir sind heute in einem DMR-System, da habe ich es ausprobiert, zwischen 12% und 13% Fehler. Das heißt, es kann wahnsinnig viel auf der Übertragungsstrecke Bit-Fehler entstehen, ja, und wir hören das Signal noch immer sauber, so wie es abgesendet wurde. Also das ist dann eine gefühlte Reichweitenerweiterung, weil ich ganz einfach das länger höre. Gut, hier kurz zusammengefasst, wo holen die Systeme ihre her? Also klassische Dinge wie SSB, wir verwenden nur ein Seitenband, bei AM tun wir alles übertragen, bei FM haben wir auch, hier ist ein Standardsignal mit 16 kHz, aber wir haben eigentlich für eine Sprachebene einen Kanal ständig belegt. Das wäre also bei D-Star auch noch dasselbe, aber er schränkt es auf 6,25 kHz. Das heißt, ich kann eigentlich gleich daneben auch wieder ein 6,25 kHz. Also ich hätte in dem typischen 12,5 kHz Raster zwei könnten da gleichzeitig sprechen. Dass das dann auf einem Standort mit der Filtertechnik und so weiter nicht so einfach zu realisieren ist, das ist mir, aber ich kann zumindest sagen, wenn das Standorte sind in 30, 40 Kilometer Entfernung, dann können die eben Frequenzen in dieser Nähe benutzen. Das ist der Nutzen im D-Star und bei anderen Systemen, die eben durch diese Zeitschlitze, da wird zwar sehr wohl die 12,5 kHz belegt, aber es sprechen auf derselben Frequenz zwei Leute eben abständig. Ich komme dann, zeigt das jetzt gerade noch einmal in diesen Grafiken her. Also ich habe hier bei D-Star ist es ein gleichzeitiger Stream, der sehr schmal ist. Oder hier habe ich zum Beispiel bei C4FM, es ist zwar ein gemeinsamer digitaler Übertragung, aber der wird doppelt nutzen, er wird zweifach genutzt. Oder so wie bei DMR, dass abwechselnd eben Slot 1, Slot 2, also spricht die Station A mit der Station C und dann B mit D und dann wieder A mit C und B und so weiter. Und das ist hier in dieser Norm. Ich möchte jetzt aber da heute in dem Vortrag nicht so eingehen. Es ist natürlich dann verschiedene Möglichkeiten durch dieses Parallelübertragen, wie schnell das geht, aber diese könnt ihr vielleicht im Tagungsband euch dann genau anschauen. Hier noch aus dieser Reichweite noch diese Grafik, wo man das noch einmal in einer Grafik sieht. Das heißt, ich habe hier ein analoges Signal, ich gehe jetzt einmal auf, davon aus, dass das linear immer weiter abnimmt, ja, und irgendwann kommt es unter die Hörbarkeitsgrenze. Und das Digitale, durch das, dass wir eben diese Fehlerkorrektur haben, kann dann viel weiter bis hierher dann noch ordentlich verständlich, ohne Fehler in der Übertragung. Selbst dann, wenn so die ersten Artefakte, sagt man da bei digital dazu, also man hört schon, okay, so da fehlt ein bisschen was, aber es ist noch lange nicht dieses aggressive Rauschen von einem FM-Signal, wo ich mir dann wirklich schon schwer tue. Und das kann man eben durch diese Forward-Error-Korrektur und dann verschiedene Codierungen, Faltungen und all diese Dinge, Prüfsummen, kann man das erreichen, dass man digitale Übertragungsstrecken fehlerkorrigiert beim Empfänger. Hier
ich gehe da jetzt nicht im Konkreten ein, also gibt es verschiedene Verfahren, wie das ist. Und natürlich ist eines der zentralen Elemente, und ich möchte es einmal hier nur herausholen, wir haben einen sogenannten einen Vocoder, das heißt, die analoge Sprache, die vom Mikrofonverstärker kommt, wird in einem DVSI, das ist die Firma, die diesen Chip erzeugt, da gibt es verschiedene Varianten in der Zwischenzeit schon, das hat sich auch sehr weiterentwickelt, und die komprimieren Sprache, und zwar hier unten, das Rote ist das Wichtigste, 320 Byte, wir reden hier von 20 Millisekunden Sprache, brauchen PCM, also das, was in einem PC sich abspielt zum Beispiel, brauchen nach der Komprimierung nur 9 Byte. Also ich brauche nur nicht 320 mal 8 Bits übertragen, sondern 9 mal 8 Bits. Und da ist schon sogar schon eine Kontrollsumme drinnen. Also da ist, tatsächlich braucht es 5 Byte. Ja. Und das ist die Sache, warum kann ich jetzt 20 Millisekunden, dann paketiert es dann bei DMR schon in 60 Millisekunden zusammen, aber im Prinzip, wie kann ich 20 Millisekunden übertragen? Nämlich, ich spreche 20, komprimiere das und brauche zum Übertragen nur 10 Millisekunden. Ja? Also so circa die Hälfte, sogar noch ein bisschen weniger. Und jetzt kann ich am zweiten die andere Zeit auch was übertragen lassen. Was muss der Empfänger machen? Der muss das wieder dekodieren in diese 320 Byte und muss die kontinuierlich zusammenhängen, bevor er es dann, ein bisschen zwischenbuffern, bevor er es dann zum Lautsprecher bringt, dass es für uns am Empfänger kontinuierlich, wir hören ja das nicht, diese Unterbrechungen. Das ist nur am Funk eben so dargestellt. Ja, zum D-Star Digital Smart Technologies for Amateur Radio. Das ist also das D-Star da. Es gibt beim D-Star zwei Modi. Das ist der typische Digital Voice Mode und Digital Data. Das ist zum Beispiel, was ich jetzt gerade mich sehr stark. Viele von euch werden jetzt die ICOM 9700er vielleicht sogar im Scheck haben oder gesehen haben. Die haben 23 cm dabei und dort können Sie digitale Daten machen und zwar mit 128 Kilobit pro Sekunde. Das ist gar nicht so wenig. Wir haben heute schon von Übertragungen gesprochen. Also da kann ich schon telefonieren drüber mit der Geschwindigkeit und brauchen ca. 300 Kilohertz Bandbreite. Und das lässt sich auf 23 cm ist da genug Platz, wo ich das unterbringen kann. Die Übertragung ist im FDMA, das heißt Frequenzmultiplex-Verfahren, das heißt, er spart sich in der Frequenzbreite und so kann ich dann Netze organisieren. Ich habe hier also D-Star ist nach wie vor ein extrem verbreitetes, weltweit verbreitetes Netz. Die Frage kommt oft von Neueinsteigern, Newcomern, ja, was soll ich mir jetzt nehmen? Soll ich mir D-Star nehmen? Soll ich mir C4FM nehmen? Oder soll ich mir DMR nehmen? Tut mir schwer. Ich sage immer so, man hat eine gewisse Affinität zu irgendwelchen Funkgeräten oder Funkgeräte haben oft eine kombinierte Funktion, wie ESO bringt zum Beispiel jetzt ein schönes Gerät, es kann Kurzwelle, kann 2 Meter, kann 70 und hat eben C4FM dabei. Na gut, dann nehme ich das, weil ich werde dann in den nächsten Folien gleich zeigen, die aktuelle Situation jetzt der digitalen Sprachen ist nicht mehr so wichtig, welche Sprache ich spreche. Ja? Ich habe dort gesprochen, wie viel hast du, 4 oder 5 hast du zusammengeschalten? Ich werde es von den Brücken gleich zeigen. Da können Sie in 5 verschiedenen Modulationsarten trotzdem miteinander sprechen. Das ist eben das, was wir heute machen. So. Möchte nur noch sagen, wie sind die Netze organisiert? Ja? Und zwar, das hängt davon ab, was gibt dieses Protokoll her, was kann ich überhaupt machen? Ja? Was kann der User von seinem Endgerät auf die Reise mitschicken, dass dann das Netz, was dahinter ist, weiß, was der User möchte. Und jetzt ist es beim, gehe ich doch noch einmal zurück, weil die beim beim D-Star habe ich nur einmal das Call, wo ich rufe. Also ich kann hier CQ, 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 das wird
wird halt so dreimal reingeschrieben, also an alle, oder ich kann hier ein persönliches Rufzeichen reingeben. Ja. Dann kann ich mitgeben einen Repeater, über den ich weiter verbunden werden möchte. Manche Repeater können das jetzt schon automatisiert, aber so ist es vorgesehen. Ich müsste eigentlich bei meinem Gerät, diese Sachen kann ich eintippen. Ja, das müsste ich, bevor ich aber QSO mache, erledigen. Und dann kann ich noch sagen, welches Gateway, also über welche dieser Verbindungselemente möchte ich weitergerufen werden. Und natürlich irgendwo schicke ich immer mein eigenes Rufzeichen mit. Und das, auf das reagieren dann Repeater und verbinden mich zu verschiedenen Reflektoren. Und das haben wir jetzt so gelöst, dass man sagt, dieser Raum hier, ja, das ist ein Buchstabe A bis Z kann der sein, und mit dem Raum sage ich dann, wo ich mich auf dem Server befinden möchte. Möchte da in den A-Raum, also jetzt in dem Beispiel wäre es der B-Raum, ne, also da ist das B, und dann kann ich sagen, so, und wenn ich mich über den Repeater in den B-Raum verbinde und aus einem anderen Repeater ein Kollege mich sich auch in den B-Raum verbindet, dann hören wir uns da gegenseitig. Egal, ob ich spreche, geht das bei ihm raus, oder wenn er spricht, geht das wieder bei mir raus. Das nennt man Reflektor. Ich habe das heute schon auch bei Meshcom erwähnt. Das ist eine schöne Technik, die wir immer wieder einsetzen. Das heißt, wir haben ein System, da geht eine Information rein und die wird an alle, die auch zuhören, in dem Raum verteilt. Und da gibt es eben dann mehrere Möglichkeiten, und die Räume kriegen dann irgendwelche Bezeichnungen. Man sieht, wir haben A in Österreich, am Österreich-Server, das ist österreichweit, passt mit unserem internationalen Landeskenner zufällig zusammen, aber mit dem hat es nichts zu tun. Und was sie mit D, dann haben wir mit Deutschland die Verbindungen und so weiter. Also das kann man sich selbst einteilen. Also in Räume. Das gibt dem dies daher. So, das sind die Server dann. Wir haben ein mit Thorsten DG1HT hat er entwickelt ein sogenanntes DCS-System. Also dies da ist natürlich schon so alt, das hat sich mehrfach schon verbessert. Im Moment sind es gerade die sogenannten XLX-Reflektor-Server. Also ist ja offen, ist sogar Open Source, aber die erlaubt man sich runter und kann eben hier das 232 steht für Österreich, und so gibt es in Regionen, in Ländern Server dazu. Und hier sieht man dann, wir haben die Räume. Also das ist A, und da steht drunter, wer ist alles drinnen. Also alle Rufzeichen, die jetzt da gerade im A-Raum zuhören und so weiter, und B und so, und alle diese Räume. Und ich habe natürlich auf so Servern, weil ich finde es immer wiederum, wie heute schon erwähnt, immer toll, wenn ich jetzt gerade was probiere und drücke da drauf und habe alles richtig eingestellt, funktioniert alles, und ich sehe mich da, na, dann habe ich es richtig gemacht. Ne? Dann hat mich das System angenommen, zeigt mich richtig an und kann mich dann verarbeiten. So, ich springe jetzt in die nächste rein. Jetzt, wie gesagt, das soll heute nur so ein Überblick sein, also wir kommen heute bei keinen dieser Dinge ins Detail, außer dann bei der Vernetzung habe ich dann noch was Spezielles. Was ist System Fusion? Ist auch auf Frequenz, aber wir haben das zuerst schon gesehen in dem Beispiel, also nicht schmälere, sondern es wird ein breiteres Signal, aber zweifach Nutzung. Also ich tue Sprache und Daten parallel ausschicken. Und das gibt es in verschiedenen Kombinationen erst. DN, da steht die Sprache im Vordergrund. DN ist Sprache und Daten, bei VW ist ein Breitbandmodus, da ist die Sprache noch weniger komprimiert und dadurch besser geeignet, um qualitative Sprache zu übertragen. Ist natürlich, sobald wir von dieser, es wird der Codec nicht in dem Sinn gleich so umgestellt, aber diese Fehlerkorrektur-Bits werden reduziert, ja, um mehr Platz zu machen. Und wenn wir die nicht genügend mitgeben, dann merken wir eben, dass das für Portable- und Mobilbetrieb dann schon fraglich ist. Also das würde ich eher nur Leuten empfehlen, die so von Feststation zu Feststation oder eben in sehr Nahbereich sind. Und dann gibt es einen reinen Datenübertragungsbereich, und die System Fusion wurden so designt, dass die Umsetzer, die JESO produziert, auch automatisch von FM auf C4FM umschalten können. Das heißt, mit der Modulation, wenn ich ins Relais reingehe, wird das Ganze
haben, ausgesendet. Gut, und jetzt komme ich eben zu dem Multi-Protokoll-Routing-Network. Ein Beispiel, ja, wir haben verschiedenste, also es gibt weltweit eigentlich Sibridge, Brandmeister, IPSC2YCS, es gibt viele Software, aber es haben sich wenige so etabliert, dass man sagt, da sollte man dabei sein, dass man eine maximale Anzahl von Kollegen hat. Eines ist das sehr, auch jetzt schon drei Jahre, wo das produziert worden ist, also YCS. Und zwar, was bedeutet das? C4FM, ich komme jetzt wieder am Beispiel des System Fusion, ich zeige gleich die Vielfalt der Verbindung, war am Anfang einmal von Jeso so konzipiert, Jeso hat einen Wireless-X-Standard, das ist ein Netzstandard gewesen, wo sie wirklich in Japan den Server hingestellt haben, man musste sogar eine Box dazu kaufen, Hardware noch extra bezahlen zum Funkgerät und dort konnte man sich dann hinverbinden. Dort gab es auch Räume, die konnte man zum Teil, kann man noch immer, Entschuldigung, konnte. Ich merke es, also der Freud redet ganz stark bei mir, weil das ist mir zu eng, dieses Korsett. Ja? Also da ist zwar nett, aber ein Server in Japan, wir waren Hemnet. Ich habe kein Hemnet bis Japan. Ich brauche Systeme, die ich da bei uns habe, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo ich meine Hemnet-Vernutzungen, ich kann nicht bis Japan Hemnet machen. Ja? Also außer mit Tundeln oder kann ich Sky über Internet machen. Also, so war der Start. Dann ist irgendwann der Thorsten auch drauf gekommen, warte mal, da machen wir was Eigenes. So wie man damals die DCS für Dista oder dann F für System Fusion Reflektoren geschrieben. Es waren einzelne Server, hat es in Deutschland gegeben, es hat in verschiedenen Regionen, auch in anderen Ländern das gegeben, aber man hat sich dorthin verbunden, nämlich die Repeater hat man dort angeschlossen. Ja, später kam es dann auch, kommt dann später dazu, so alten Hotspots, wo man auch sich als Einzelperson zu seinem Reflektor hin verbinden kann. Aber am Anfang war das hauptsächlich Repeater. Ich habe gesagt, hier noch einmal hergezeichnet. Also es gab Repeater, die sich eben in diesen Reflektor oder in diesen. Das Einzige, was man damals schon konnte, mit ein bisschen einem Umschalttrick, man konnte diesen ganzen Repeater von einem FCS in einen anderen heben. Er hat nichts anderes gemacht, hat gesagt, pass auf, du verwendest nicht diese IP, du verwendest jetzt eine andere IP zum Vernetzen. Also noch immer nicht so das Gelbe vom Ei. Dann kam die Entwicklung ist breiter geworden, es haben mehr mitgemacht, dann gab es sogenannte, gibt es noch immer, YSF-Reflektoren. Also, ist ein das hat einen Geschmack und das hat einen Geschmack. Also ich möchte jetzt nicht der Software werten. Es ist eine Open Source gewesen, wurde daher sehr gerne auf ein Raspberry oder was installiert und hat auch jetzt einzelne Möglichkeiten geschaffen, dass wir uns vernetzen können. Also wir haben unseren Repeater dort hinhängen können, später auch die Hotspots auch gleich wieder hier ran erwähnt. Aber wir waren noch immer, das waren Welten, die sind alle nebeneinander, die haben nie miteinander gelebt. Und dann kam Jeso noch drauf und sagte, na Moment einmal, jetzt mache ich, ich habe zuerst Repeater gehabt, da musste man diese teure Wireless X-Box kaufen, was ich zuerst erwähnt habe, dann konnte man an das eine Netz. Und irgendwie haben sie das erkannt, naja, okay, ist auch nicht. Dann haben sie Repeater geschaffen, die einen Ethernet-Stecker hinten haben, also wo ich einen Kabel anstecken kann und was macht ein Hersteller, der proprietär fürs Erste ist? Er hat was gemacht, dass die Repeater so unter sich vernetzt werden konnten. Man konnte beim anderen Repeater sagen, pass auf, mein anderer ist auf der IP und der hat gesagt, ja, der ist auf der IP und mehr oder minder hat man da durch Einstellung in den Repeatern mit Hilfe eines Internets, das hätte man auch schon über Hemnet auch machen können, hat man dann ein Netz gehabt. So, schon wieder ein neues System, wieder ganz allein. Ja, aber mir hat das schon ganz gut gefallen, weil da haben wir das erste Mal eine IP-Verbindung gehabt und auf das kann man immer aufsetzen. So, und dann kamen wir auf die Idee, wir bauen einen YCS-Reflektor. Also, eine Zusammenführung aller dieser Systeme. Plötzlich war FCS nicht mehr allein, YSF nicht allein und das IMRS, so heißt die Vernetzung unter den Repeatern, die hat den Namen IMRS. Und was macht der Reflektor? Immer wenn wo was reinkommt, verteilt es an alle anderen. Und der Reflektor
hat die Möglichkeit gehabt zu sagen, Moment einmal, der FCS spricht so mit mir und ich, wenn ich mit dem YSF spreche, muss ich das kurz umwandeln. Aber, nämlich die Inhalte, die Sprache, die wir auf die Reise schicken, war sowieso immer gleich, weil wir haben einmal Hallo, hörst du mich, gesagt, und das Protokoll rundherum haben sich halt die Einzelnen verschieden ausfallen lassen. Und letzten Endes konnte dieser YCS auch das so umwandeln, dass es mit diesen Repeatern, die mussten nicht mehr direkt vernetzt werden, sondern die waren alle nur an den Server angeschlossen, sind es heute noch, die DR2X-Server. Ja. Und durch diese Idee von Jesu, DR2X zu machen, hat Jesu auch gesagt, Moment einmal, auf diesen Handgeräten konnte man bei C4FM nicht wesentlich was beeinflussen. Bei Dista konnte man A bis Z sagen, bei DMR kann man sagen, Sprechgruppe 262, 232 oder heutzutage sind wir schon bei mehrstelligen Sprechgruppen. Also das war im C4FM nicht da und Jesu hat gesagt, gut, ich mache 99, also 01 bis 99 DGID, also auch eine Art von Sprechgruppe. Wenn es heute schaut, kann man beim Jesu-Gerät kann man sagen, Sendegruppe, Empfangsgruppe. Empfangsgruppe steht meistens auf 00, das bedeutet für das Gerät, also hören tust immer alles. Die Funkamateure und Funkamateurinnen wollen ja immer alles hören, aber beim Sprechen wollen wir sagen, wohin. So, und das hat dieser Reflektor auch dann mitbenutzt. Und da hat er mir gesagt, gut, dieses System hat dann bis heute, kann das mit so Gruppen nichts anfangen. Dann weiß man diesen fixer Gruppe zu, sage jetzt einmal 88. Die können heute, obwohl es vom Designer her prinzipiell gar nicht so vorbereitet war, in der Zwischenzeit sprechen sie auch. Also sie übernehmen diese Gruppe, die sie einstellen zum Gerät und geben sie weiter. Weil damit kann er das schon verarbeiten. Und die haben sowieso, die Repeater haben automatisch von Anfang 1 bis 99 gesprochen. Und jetzt kann man noch was machen. Jetzt kann ich hier reinsprechen, gehen wir mit dem Blauen, mit der Gruppe 77. Und der sagt, warte mal, der FCS ist auf 88 programmiert, dort kann ich das, brauche ich das nicht rausschicken, weil der interessiert sich für 77 nicht. Und beim IMRS, da haben wir dann eine Liste, man muss dann einen Repeater gesagt, der muss nicht bei allen zuhören, sondern der möchte halt die 77, die 88 oder sonst was. Und dann dementsprechend kann der Reflektor arbeiten. Also, ein Zugewinn, wir sind alle wieder vereint und wir können uns noch gegenseitig genauso wie in anderen Betriebsarten vernetzen. Dass so ein Reflektor natürlich, wenn ihr Software, das ist auch von mir mitgeschrieben, ja, ich kann das nicht, wenn da digitale GPS-Daten reinkommen, dann möchte ich die immer auf das Apple-SIFI schicken. Also habe ich als erstes einen Service dazu geschrieben und gesagt, okay, wir müssen ein Apple-SIFI. Das ist mir heute schon einmal, falsche Taste. Dann sage ich, naja, dieser Reflektor, wenn der jetzt nur in Deutschland zum Beispiel steht und da seine ganzen Deutschen da angehängt hat, naja, wie machen wir das? Ich möchte ja mit Österreich, ich möchte mit Amerika, das ist YCS, steht heute weltweit. Ja? Und da habe ich mir eine sogenannte DV-Matrix ausdenken lassen, war aber zu dem Zeitpunkt schon so weit. Und ich möchte heute ein paar so neue Dinge, wie man denkt, dass ich gedacht habe, am Anfang haben wir Netze so gebaut, dass es immer Sysops gebraucht hat. Das müssen wir anrufen und sagen, geh, kannst du mich freischalten? Das braucht auch Zeit, das braucht immer Zusammenarbeit und so weiter. In der Zwischenzeit sind wir bei allen diesen Systemen auf Vollautomatik. Ja? Also außer den FCS, solchen Dingen, die halt keine Gruppe kennen, muss ich einmal eine Gruppe zuweisen, aber das entscheidet schon noch der Sysop, der Betreiber dieses Servers, ob er den dazu nimmt. Aber das ist Selbstlernen. Wie funktioniert sowas? Der hier, auf dem sagt, pass auf, und zwar ein international gebräuchliches, auch bei kommerziellen Dingen, ist ein Offer. Das heißt, man bietet an. Das heißt, ich brauche mit anderen nicht ausmachen. Kannst du mich dazu nehmen? Nein, umgekehrt. Ich biete was an, der andere bietet auch was an und diese Matrix nimmt diese Informationen des Anbietens und, wie schon der Name Matrix hat, schließt es
in einer Kreuzschiene wie eine Matrix zusammen. Also ganz ein interessantes System, ganz aktuell. Und damit habe ich jetzt beliebig viele so YSF-Server weltweit. Jedes Land kann sich ein bisschen organisieren, weil 99 Gruppen sind nicht so viel. Bei DMR haben wir ja mit der Mehrstelligkeit ja genügend Möglichkeiten. Da muss man noch haushalten. Das heißt, wir haben gesagt zum Beispiel, pass auf, wir tun uns die 80er-Gruppen fürs Land halten. Das kann jeder seine 80, 81, 82, 83 selbst verwalten, wie er möchte. Und der im anderen Land auch. Und die tauschen sich eben nicht aus miteinander. Und dann gibt es Gruppen wie 1, 2, 3, 4, 5 bis 10, 15 bis 20, wo er sagt, ja, ich spreche, da gibt es dann 13, ist zum Beispiel international Englisch. Ich spreche hier Englisch auch. Ich mache die 13er Gruppe, schalte ich auf und ich biete sie auch an. Und damit können dann Englischsprechende zwischen dem auskommen. Ja, das schaut dann so aus, die TV-Matrix. Also das ist eine eigene Software, ja, die alle diese YCS-Server zusammen, und ihr seht, das sind die Offers, die angeboten werden, und die gelten, sind die derzeit aktiven. Das heißt, wenn der SysO sagt, ich mache bei uns eine 88er Gruppe und keiner der User nützt 88, dann ist es in schwarz. Das heißt, es gibt es prinzipiell, es kann wer nützen, aber nur die Gelben sind wirklich aktiv. Und da sieht man zum Beispiel, manche Länder haben das dann so gemacht, dass alles, was sie aktiv haben, Germany ist da ein Beispiel, und die anderen. Und da sieht man immer rechts, was gerade verbunden wird. Also die Gruppe, soll man da näher rangehen, ist die Gruppe 84, ja. Und hier wird die Gruppe 84 immer grün, da kommt sie her. Also in Bulgarien hat der LZ1 MTS gesprochen auf 84, und da der auch sagt, der Moldawien, na klar, das sind ja Nachbarn, ich möchte mit der 84 was zu tun haben, kriegt er die zugeliefert. Und genauso hier in Hellas, also in Griechenland, der kriegt die zugeliefert. So funktioniert dann diese Matrix. So, gehen wir weiter. Hier noch ein Y, wie schaut es jetzt am Beispiel des Deutschland-Servers aus? Ja, wir haben den Namen YCS und die Landeskennung gegeben. Und hier sieht man, wer ist alles verbunden. Ist es ein Repeater, ist es ein Hotspot? Kann man hier erkennen an der Art, wie das beschriftet ist. Und hier steht, wer welche Gruppen gerne am Repeater oder am Hotspot haben möchte. Und dementsprechend verteilt auch das in dem YCS wieder. Also wenn da eine Nummer steht, wir sind da jetzt wieder bei der Nummer 92, die kommt von außen. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Da wird jetzt nicht alles hergezeigt, weil das sind über 100 Stationen, aber man sieht dann irgendwo, kommt 79 her, wo kommt 92 her, und da hier, der auf 92 sagt, ich bin interessiert an einer Zustellung, daher bekommt er mit dem orangenen Balken, sieht man das zugestellt. Also ein ganz schönes dynamisches System, aus vollkommen automatisch passiert. Dann haben wir noch hier die Verknüpfungen. Wir haben zuerst schon in der ersten Grafik gesehen, FCS, YSF, die Repeater, und hier steht dann drinnen, wer mit wem verbunden, also was wir alles drauf haben. Also wir haben da in dem Deutschland-Server verschiedenste FCS zusammengefasst, und jedem FCS wurde eine Nummer zugewiesen, weil dieses System mit Nummern nichts am Hut hat. Und dann gibt es Verbindungen eben zu den YSF, da gibt es auch eine Grundnummer, die lässt sich aber dann, wenn der User es benutzt, sogar überschreiben. Ja, irgendwo auch im Dashboard gehört dazu, wer spricht gerade, wer wurde in letzter Zeit gehört, wird alles nicht langzeitig aufgezeichnet, ich möchte da gar keine Diskussionen kommen, dass da irgendwelche Daten da gespeichert werden, das brauchen die Server nicht, die sollen verbinden, die sollen unsere Gespräche vermitteln, und da wollen wir nur aktuell sein. Hat mein Kollege, wen habe ich da als Beispiel, DL5XN, hat er gesprochen, 17.25, warte, da zahlt es sich jetzt noch aus, dass ich ihn jetzt gerade noch rufe. Ja, bin noch halbwegs in der Zeit. Jetzt komme ich zum DMR, oder ich habe es hier nochmal reingeschrieben, Moto Turbo. Wer schon länger dabei ist, wird diesen Begriff noch gut kennen. DMR geht nach ETSI-Standard und hat eben dieses DTMA, also Zeit-Multiplex-Verfahren. Das ist eben in zwei Zeitschlitzen, das heißt, am Funkgerät ist eine Frequenz, aber ich sage noch, ich bin am Zeitschlitz 1 oder 2. Und wenn der eine am Funkgerät hat
Frequenz 438.901 und der andere 438.902 und Sie drücken gleichzeitig auf die BTD-Taste, können die gleichzeitig sprechen. Das ist der Sinn eines Zeitschlitzverfahrens. Ich habe hier Begriffe reingetan, komme ich heute nicht. Natürlich, eines, ein bisschen ein Wermutstropfen ist, dass das DMR nicht CVFN, also von Jesu und Dista, können das Rufzeichen direkt verarbeiten. Das heißt, ich stelle auf meinem Funkgerät das Rufzeichen ein und in allen Übertragungen wird das Rufzeichen verwendet. Bei DMR gibt es das nicht, da muss man eine ID vergeben. Das müsste man jetzt ein bisschen anpassen. In der Zwischenzeit gibt es einen internationalen Registrierserver, das heißt, ein User, der am Dista oder DMR an diesen Dingen mitmachen möchte, wo ID ist, kann sich völlig kostenfrei anmelden, kann sagen, ich mein Rufzeichen und ich glaube, der Vorname ist nur zwingend. Also ganz grundlegende Informationen. Ich kann zwar mehr eingeben, wenn ich möchte, weil gute, also neuere Geräte wie Anyton haben ja eine echte Telefonliste drin. Das heißt, ich sehe dann, wenn der spricht, aha, das ist der Kurt, U1KBC und der ist in Wien zu Hause. Ja? Also das kann ich, wenn ich das möchte, so verteilen. Gut. Sprechgruppen, habe ich schon erwähnt, hier die Sprechgruppe beim DMR ist was Besonderes. Also ich kann von 1 bis, wir haben dann die Relais haben wir sechsstellig gemacht und die einzelnen IDs von einzelnen Funkamateurinnen und Funkamateuren sind siebenstellig. Also alles, was darunter ist, kann eine Sprechgruppe sein. Wir haben natürlich schon gewisse grundsätzliche Dinge, wie dass wir sagen, wenn wir österreichweit sprechen, ist es zu 32, wenn wir deutschlandweit sprechen, ist es zu 62. Und zwar diese Nummer kommt aus dem internationalen, hat mit der realen Vorwahl nichts zu tun, sondern aber der internationale Telefonverkehr funktioniert auf Basis von Ländern. Ja, es gibt auch noch was im DMR, so wie ein Color-Code. Das ist sowas wie CTC SNFM. Das heißt, ich kann meinem Signal noch mitgeben, standardmäßiges Color Code 1, aber ich kann sagen, in einem Raum, im Ruhrgebiet hat man das manchmal, dass sich Repeater überlagern, dann hat der eine Color Code 1, der andere 2, haben aber dieselbe Frequenz. Das heißt, wenn ich dann drauf drücke und ich spreche mit Color Code 1, sagt der zweite Repeater, geht mir nichts an, ich sende nichts aus. Ja, also so wie ZTCSS oder Subaudioton. Ja. Jetzt möchte ich noch das IPSC2, das ist eine Software, die auch weltweit vernetzt ist und da möchte ich auch den speziellen Augenmerk auf den B-Master setzen und das ist hier in einer Grafik einmal da. Das heißt, das sind alle Systeme, die nicht nur sehr regional arbeiten, nicht nur, Sie können natürlich ein Gespräch, wenn ich ja mit einer Sprechgruppe 9 haben wir zum Beispiel so ein bisschen reserviert für lokale Gespräche in dem Netz, dann kann ich auf einem Repeater, kann der Kollege A mit B sprechen und im Netz kriegt die gar nichts mit. Ja? Oder ich gehe eben dann in internationale Vernetzungen. Derzeit sind die B-Master 2 in Europa, einen haben wir hier in Österreich bei uns beim ÖVSV im Rechenzentrum, einer ist in Spanien in einem starken Zentrum, Florida, in USA gibt es, in Kanada und in Australien. Das hat vor allem den Sinn, dass wir diese Übertragungen, das wird immer optimiert. Das heißt, wenn wir hier in europaweit, auf Deutschland oder Österreich sprechen, ja, dann wird das gar nicht nach Australien übertragen und gar keine Internetleitung belegt und benutzt. Ja. Also das wird schon so dynamisch gemacht, dass nur notwendige Streams, wie man dazu sagt, wenn man digitale Sprachen überträgt. Dann. Und hier haben wir auch ein ähnliches System, wie wir es auf der Divi-Matrix vom YCS gesehen haben, auch beim B-Master, auch hier, der hat lernend eine Tabelle, wer möchte welche Sprechgruppe und welche Sprechgruppen hier in grün dargestellt sind derzeit auch wirklich aktiv in dem Land. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, ich kann jetzt auf der Sprechgruppe 310 sprechen. Das wird zum CAN Turbo, das ist in Kanada, nicht einmal ausgeliefert, weil wenn da niemand drauf hat, der zuhört, warum soll er was liefern, wo niemand zuhört? Also diese Systeme sind durch diese Matrixen schon sehr, sehr intelligent und effizient.
Ja, hier ist noch dann in einem IPSC2 drinnen, ist das Umgekehrte. Also auch am Einzelserver kann ich sehen, was ist fix gebucht, was ist not booked und so weiter, dass ich eben einmal, wenn er sagt, ein User sagt, du, ich höre nichts auf der Gruppe 13, und man sagt, ja, da ist auch nichts gebucht. Ja, also dann bitteschön, melde dich mit einem Hotspot oder Repeater, das ist dann wurscht, mit welchem System an und sag, dass du an der 13 interessiert bist. Ja, hier auch eine in der Zwischenzeit sehr große Welt, die sehr vernetzt ist, und zwar hier noch im Zusammenhang, also der B-Master, was einmal die weltweite Vernetzung macht mit den verschiedenen, es gibt derzeit 75, also 5 B-Master und 75 Server weltweit, die sind Kanada, Nordamerika, Australien. Australien hat derzeit 250 Hotspots und in dem Netz, also wir haben, Brandmeister hat noch auch in dem Netz, wir sind ungefähr so ein Verhältnis 1 zu 10, auch noch einmal, und ich komme gleich dazu, die Netze ergänzen sich. Ja? Also sie sind nicht dasselbe, ja? Sie tun zwar ähnliche Dinge, aber sie ergänzen sich. Aber so schaut es einmal aus. Also wir haben es jetzt wieder am deutschen Server hier aufgezogen. Hier habe ich die einzelnen Repeater dran. Hier habe ich dann die Brücken. Und jetzt komme ich zu diesen Dingen, wo ich zuerst gesagt habe, es ist ganz egal, ob ich jetzt ein Dista-Gerät oder ein C4FM-Gerät oder DMR habe. So wie der deutsche Server, ja, der hat, natürlich sind es dann manche Sprechgruppen, nicht alles wird immer alles parallel gemacht. Das würde nicht keinen Sinn ergeben, sondern, ich weiß es, da kenne ich die Sprechgruppe nicht, also wir, oh ja, DGS6, also wir haben die Sprechgruppe 6, wenn mich in DMR auf der Sprechgruppe 6, dann kommt es auch in der auf dem DCS 001 an und wird in Dista gehört. Und umgekehrt, wenn ich in Dista spreche, kommt es auf DMR der Sprechgruppe 6 an. Also DMR kann man mit sprechen. Dasselbe passiert auch dann mit den C4FM, Nextage, YSF und sogar, da gibt es eine von einem Holländer Software, die man auf einem Handy auch installieren kann und PC installieren kann, wo man mit einem PC auch mitsprechen kann, das heißt ohne ein Funkgerät in der Hand zu haben. Ist nicht das, was ich als Funkkommandeur gut finde, aber es ist gut, wenn er wirklich einmal auf Urlaub ist und einmal dort nichts mehr erreichen kann, kann er noch immer mit der Heimatortsgruppe zum Beispiel sprechen. Ja, Abriss, Darknet und so weiter. Auch da Pointer, und auch hier diese Systeme, das ist eben eine unterschiedliche Denkungsweise, die Systeme hier IPSC2, IPSC sind ja matrixgetrieben, das heißt, ich habe immer eine Vernetzungsmatrix, wer möchte was, was wird angeboten, und das kann ich dann dementsprechend hier automatisiert angreifen. Also wer einen Hotspot heute hat, der kann an dem Hotspot beim Konfigurieren eingeben, ich möchte 1.87.302.262 und alle diese Sprechgruppen, und das trägt sich dann automatisch in diese Matrix ein. Also da ist auch nur bei den Repeatern, bei Hetera geht es automatisch, bei Motorola muss es mit der Hand gemacht werden. Man sieht, die Hardware, das ist halt alles, hat sich entwickelt. So, da wäre ich am Ende des Vortrages, wir können noch ein paar Fragen dann beantworten. Wo finde ich Informationen? Wir haben ein sehr schönes DMR IPSC2 Wiki. Das ist erreichbar im IPSC2 Wiki xreflektor.net. Am Tagungsband oder wer sich hier ein Foto machen möchte. Ihr seht Description, nicht nur den Auszug, was wir heute gemacht haben, genaue Dokumentation. Aktuelle News und Fragen und Antworten zu Themen, können Sie auch selber dort was einkippen. C4FM gibt es dasselbe noch einmal, und auch hier wird dieses System bis hin zur DB-Matrix mit Support und so weiter besprochen. Hotspots, quäle ich euch nur ganz kurz mit zwei Folien noch. Ganz eine wichtige Sache, hat sich in den letzten Jahren, und ich komme gleich einmal auf den DV4 Mini, das war eigentlich
Vater, Mutter, der, wie man immer dazu sagt, der ganzen Hotspot-Geschichte, war der DeFi Mini, weil ich mich noch erinnern kann, das ist ein kleiner USB-Stick und ich habe mit dem auch schon alle Betriebsarten, wir sehen es hier in der Mitte, D-Star, DMR, C4, FM, B25, NextEdge machen können und konnte mir hier die verschiedenen Systeme auswählen. Aber das hat sich extrem entwickelt. Also da sind wir in einer Welt, wo sich wirklich jeder noch... OpenSpot ist sicher momentan der am Markt tougherste und kompletteste fertige mit WLAN und Akku und was ich alles drinnen, kostet aber natürlich ein paar Euro. Ich kann natürlich heute noch immer mit einem Raspberry und mit irgendwelchen Aufsatzplatinen was selber basteln oder es gibt so ein Mittelding wie den Euronode, das ist so ein ganz günstiges, da kann man noch wollten auch erwähnt, UP4 DRR war dann eine Entwicklung auch aus einer Gruppe, die einen wirklich sehr hochwertigen Hotspot, aber der hat sich dann ein bisschen reduziert, weil die anderen von den Funktionalitäten dann viel mehr können. OpenSpot hat sich ja auch, ich glaube, das haben wir jetzt in der vierte Generation und das ist die erste Generation, also da sind auch Welten dazwischen. Hier noch einmal so, wie schaut der DeFi4 Mini von innen aus. Natürlich gibt es auch eine Menge Apps. Eines davon ist der DMR Viewer, wo ich dann sehe, kann einmal bei Settings das Land einstellen und kann sehen, wer hat jetzt gerade gesprochen, welche Repeater in der Karte sind grün, also zur Verfügung. Ich sehe dort auch Frequenzen und Shift und diese Color Codes, falls die einmal nicht der Einser sind und da kann ich mich dann schon ganz gut unterwegs informieren. Viel Spaß mit den digitalen Welten kann ich euch nur wünschen und danke fürs Zuschauen. Zuhören. Der nächste muss zwar aufbauen, aber vielleicht hier zwei, drei geschwinde Fragen. Bitte. Es gibt ja das M17 oder M70. Ja. Ja, ich habe einen M17 Reflektor laufen. Das ist noch so in Entwicklung gewesen, muss man das wieder mal aktuell anschauen, habe so ein bisschen aus den Augen verloren. Also, aber da können wir gerne so eine Brücke machen. Also alles im Liebe gut. Ist natürlich auch mehr so ein Projekt. Aber toll. So. Gut. Danke.